Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ganz kurz hier ein kleiner Ausschnitt davon, was vor dem Video geschehen ist. Sag mal, kannst du den Greenscreen auch nicht behindert aufbauen, du Sch**, Alter? Ich geb dir eine Aufgabe, ich sag, mach mal Sinnvolles in deinem Leben. Du baust den auf wie der letzte. Schau, ein Greenscreen funktioniert dann, wenn der komplette Hintergrund grün ist. War der, als du das gemacht hast, komplett grün der Hintergrund? Ihr habt gesehen, es ist wieder sau anstrengend mit Kilian, irgendwie sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Schön, dass du hier bist, an der Stelle nicht. Leute, wir haben uns heute wieder den Kanal von Maren ausgeguckt, denn hier ist das Supreme Rich Kid Hype Beast Edition. Und ich würde mich gerne einfach nochmal über einen 16-Jährigen oder 14-Jährigen aufregen, der nur komplett Supreme-Klamotten trägt. Bin ich am Start, ja. Leute, ich glaube wirklich, dass wir so langsam mit dieser wunderbaren Serie zu Ende kommen. Ich weiß, dass ihr alle danach geiert und lächzt und es ist immer wieder cool, sowas zwischendurch zu schieben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir einfach nicht mehr geben, ohne irgendwie zu Hause Hasskicks zu bekommen. Deshalb schauen wir mal, wenn es nochmal irgendwann die Möglichkeit gibt, irgendein Riesending zu reagieren, darauf zu schauen, dann machen wir das auf jeden Fall. Aber wir haben ja schon ein neues Format in Planung. Haben wir nicht. Warum erzählst du das den Leuten? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Kilian. Ich muss ja auf diesem Kanal Bestand bleiben, Digga. Bestand bleiben musst du auf jeden Fall, ganz genau. Fangen wir einfach an mit den Videos und du hältst bitte dann den Mund an der Stelle. Super. Richtig geile Dinger. Wow, Supreme Nike. Sau hässliche Schuhe. Also wirklich, diesen Schuh würde ich. Komm, Digga, so Gommel-Gommel-Gommel-Mode. Gemacht, wo ich beim Supreme Pop-Up Store war. Und dann, wie viel ist denn auch? Bruder, Ehrenmann übrigens, du folgst mir auf Instagram, Mahan. Ich kann dir nicht zurückfolgen, mein Follow-Button ist irgendwie kaputt, ich weiß nicht. Ey, bei Mahan läuft krass. Also, er hat wieder Off-White-Oberteil an, er hat eine Gucci-Tasche. Zwei, oder? Sind das nicht zwei? Ist ein oder zwei? Ey, Bruder, Mahan, ich gönn dir das. Und du hast einen neuen Haarschnitt, Alter. Und vor allen Dingen hier das Rode-Mikrofon, Digga. Rode NT1A. Nee, ist gar nicht. Also, Mahan ist dein Kanal. Supreme Pop-Up Store, sich 360 für gezahlt im Resell. 360, das sind die Beluga 2.0, ne? Ja. Ich hab mal aus Versehen, voll teuer. Zebra 2.0. Was kosten die? Ich habe für meinen 260 gezahlt, er hat 360 gezahlt. Das sind die Schuhe. Die habe ich irgendwann mal in England. Die sehen aber cool aus, Digga. Die sehen, okay, das sind Yeezys, richtig? Ja, genau. Okay. Aber der kostet normalerweise im Laden kostet er 220 und du bekommst im Internet hinterhergeschmissen so für 260. Sehen aber gut aus. Das ist aus. Okay, finde ich auch. 260. Ist schon so an meiner Schmerzensgrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das eine D-Squared-Hose? Glaube ich nicht. Was ist das hier, Fendi? Was ist das hier? Das sind Adidas Human Race. Ah, bei Mahan läuft. Die sehen aber auch gut aus. Aber bei Mahan läuft krass. Also finde ich schon ein bisschen zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe hier, ist das eine D-Squared-Hose? Nein. Gekauft, die hat 60 Pfund gekostet. Okay. Ja. Cool, dein Gürtel. Habe ich bei Farfetch bestellt. Off-White-Belt. Aber überkrass lang. Also ist ihm viel zu lang. Ist ihm bewusst, dass der Gürtel vielleicht ein bisschen groß ist, weil wenn wir nochmal ganz kurz zurückspulen, wir können ja hier. Der hat ihn noch fünfmal rumgewickelt, Frame oder? Frame für Frame können wir zurückgehen. Man krass. Sieht hier ganz klar, eigentlich, Kiel, das wissen viele Leute nicht, ist das ein Absperrband von der Polizei, nur mit dem Off-White-Print drauf. Für Tatort. Und der Junge hat es einfach mitgenommen, nachdem seine Mutter brutal ermordet worden ist. Ist krass, aber er hat einen Off-White-Gürtel umsonst bekommen. Immerhin, ne? Off-White-Belt. Digga, kauf dir den Gürtel bitte passend, Alter, weißt du? Ich war letztens noch bei einem Herrenschneider für Dagebys Hochzeit und ich habe ihn gefragt, wie muss eigentlich ein Gürtel aussehen? Meinte, beim dritten Knopfloch, beim dritten Loch muss der Gürtel sitzen. Nochmal zwei nach rechts, zwei nach links. Wenn du fett oder dünn wirst, dann hast du Spielraum. So passt das. Oder du machst dir halt so ein Ding, dass du dich damit dreimal um selber erhängen kannst. Warum auch nicht? Kannst du mir nicht weismachen, dass der Gürtel noch den Zweck erfüllt, dass die Hose hält. Also meinst du denn, dass sein Genital länger ist als der Gürtel oder ist das zu komprimieren? Würde ich von ausgehen. Ich will den Kleinen jetzt nicht fertig machen. Schöner Gürtel. Habe ich 165 für gezahlt. Krass. Und hier, das T-Shirt. Ja. Und, ey, das T-Shirt ist geil, Mann. Würde ich mir auch kaufen. Kaufe ich mir sogar auch. Habe ich auch von Farfetch für 250. Was ist das für ein Supreme? Nein, Off-White. Off-White, Digga. Temperature-Shirt. Okay, ganz kurz. Wer zahlt Leonardo da Vinci die Lizenzgebühren dafür, dass Off-White seine Sachen... Kannst du einfach die Mona Lisa abdrucken? Darfst du das? Supreme hat letzte Woche einen neuen Drop gemacht, zusammen mit Palace in der Collabo wieder, haben auch vorne die Mona Lisa. Du kannst ja nicht hingehen, einfach irgendwelche Bilder abdrucken. Doch. Du musst es, glaube ich, minimal musst du eine Veränderung einfügen. Also minimal musst du eine Veränderung... Ja, man sieht, dass die Mona Lisa schielt auf dem Bild ein bisschen. 250 Mona Lisa Off-White T-Shirt. Geil, Mann. Cooles Outfit, also ich finde, das ist. Ja, ist gar nicht so wack. Sieht okay aus so. Ich bin 14. 14 bist du? Ja. Ich hätte mir den Gürtel vielleicht gespart und das Shirt vielleicht durch ein anderes getauscht. So. Aber ich finde. Sieht nicht so wack aus. Für ein Off-White-Piece, muss ich sagen, ist es bis jetzt das Ansprechendste von Off-White, was ich gesehen habe. Mhm. Aber das ist halt so wie, wenn ich diese. Kennst du von 2014 noch diese Shirts, wo alle Frauen mit so einem Schnurrbart drauf waren? Eleven Paris. Genau. Ich finde aber, das Ding ist, ich finde Off-White, ich finde es cool irgendwie, aber ich finde es schon fucking teuer und ich bin halt auch so jemand, ich bin da zu geizig dafür, Digga, so viel Geld für ein T-Shirt auszugeben. Ja, wir wissen alle, wie bodenständig du bist. Halt kurz den Rand, okay?
Okay, was haben wir hier? Vladimir. Vladimir. Outfit. So ein Vintage-Outfit, so würde ich sagen, ne? Digga, das ist kein Vintage-Outfit, der trägt einfach, worauf er Bock hat. Ja. Ist ich glaube, das ist alles so zusammen. Ist einfach so ein Typ, der so zur Schule aber geht. Aber lass mal gucken. Was, geil. Was ist das für ein Pullover? So Champions, so bei an. Warte, ich habe vergessen, was ich eigentlich gekauft habe. Ist es so ein Vintage? Nein, so neulich. Okay. Warte, mir geht's dir gut. Denke ich, 90 Euro. Ja, ungefähr, ich glaube 80 oder 70. Okay, cool. Deine Jeans? 8 Euro. 8 Euro? Ja, klar. 10 und A oder so. Deine Schuhe? Ralph Simmons, Stan Smith, habe ich gerade gekauft, 90 Euro. Okay, ja. Ralph Simmons, Leute. Geile Schuhe. Sehen gar nicht so schlecht aus, finde ich. Feier ich gar nicht. Also, ein Freund hat, also ich glaube, er kauft die so ab. Weil er hat so eine Place plus Faces Tasche. Er kauft bestimmt für 150 so. Okay, cool. Okay, Wladimir scannt gerade seinen Freund. An der Stelle Respekt an dich, kleiner Geschäftsmann. Was hast du noch so vom Laden dort gekauft? Nichts. Mann, Ehrenmann, Alter. Ja. Also ich finde das Outfit nicht schön. Ich finde es auch nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Leute, die kritisieren uns immer, ja, ihr feiert immer nur das, was günstig ist. Das war günstig und ich feiere es nicht. Also, ja, ist so. Cool. Also die Hose war nicht so mein Fall. Ja, Sweater aber, bin ich auf jeden Fall noch bei ihm. Aber Supreme kommt, Digga, so richtig geil. Guck mal, wen wir hier haben, Digga, mit rosa Söckchen, Alter. Jetzt geht's los. Richtig geile Dinge. Also wirklich, diesen Schuh würde ich auch kaufen. Ja, finde ich cool. Weiß ich nicht. Resale 450. Okay. Okay, gleich sagt der, yo, wie alt bist du? Er sagt, ich bin 12, Digga, und er ist 6 Meter groß, Alter. Ja. Cooler Schuh auf jeden Fall. Danke. Deine Jeans? Die hat 10 Euro gekostet bei Decathlon. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich, ohne Witz, finde ich ein ganz cooles Outfit im Gesamten so. Mag vielleicht nicht für den Sommer passen, aber er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Weißt du, was ich meine? Es soll so ein High-Fashion-Fit sein. So, man kennt diese langen Mäntel halt und sowas. Kommt nicht ganz hin, aber fürs Alter so. Warum ist die da unten dreckig? Wir waren gestern bei Eppendorfer Landstraßenfest. Ach so. Was auch immer das ist. Oh Mann, Bruder! Das ist ein Longsleeve von Stone Island. Okay. Das hat 250 Euro gekostet. Ja, das hätte man sich dann auch sparen können eigentlich, oder? Ich meine, ganz ehrlich, da steht halt einfach nur Stein drauf. Ich finde Stone Island überhaupt nicht meine Marke. Also ich mag das irgendwie. Ey, Stone Island, Alter, das war bis vor 6 Jahren, haben das 60-Jährige getragen, die im Altersheim verschimmeln. Wirklich, Mann. Ja, true. Bis dann Drake es, glaube ich, gerockt hat, oder? Das war Drake, glaube ich, ne? Okay, ja, cool. Deine Jacke? Die ist von Nike Lab, ACG, die hat 700 Euro gekostet. Boah, Digga, ich finde die aber nicht Nike schlecht. Nike Lab, ACG, das ist Gore-Tex, die hat 700 Euro gekostet. Finde ich aber viel zu teuer dafür. Was, Mann, die Jacke kostet 700 Euro. Mein Akronym Nike T-Shirt. Akronym Nike? Das hat 100 Euro gekostet. Okay, was noch? Meine Cappy, die kostet 40 Euro. Okay. Mein Babe-Becher. Einfach ein Babe-Becher dabei. Was, Digga? Warum hat man so einen Becher? Wieso kauft man sich sowas? Ich weiß es nicht, Digga. Ey, da ist sogar der Ziegelstein von Supreme. Aber guck mal, wie er lacht, Alter. Ja, er ist richtig. Er weiß ganz genau, dass er gerade. Er hat ihn sich nur fürs Meme gekauft. Dann ist es feierbar, Digga. Weißt du? Hey, weißt du? Moin, was geht? Nico. Nico, bequemes Outfit, sommerliches Outfit. Ich feiere deine Schuhe. Was sind das für Schuhe? Ultraboost 4.0. 4.0? Die Schuhe. Also ich find's irgendwie chillig so. Ich bin genauso wie er, alter, kurze Jogginghose im Sommer beste. Feier ich irgendwie. Jetzt schon, weil ich so sehe, ey, er ist zu klein und so. Auf ja, cool. Okay, heirat ihn doch. Also, weißt du? Nee, das sind hier schlafen soll. Okay. Ja, Ultraboost, man. Ich hab mir jetzt auch Ultraboost geholt, Leute. Man kann wirklich sagen, was man will. Der Schuh ist einfach nur geil, weil er krank bequem ist. Wirklich. Ja, du bist schon Fashion dann, Alter. Also, bin ich Fashion, wenn ich mir Ultraboost kaufe? Okay, Leute, ich gebe den gleich direkt im Namen zurück. Ich hole mir wieder Flippers, Flipflops irgendwie. Ja, aber guck mal. Kilian wird sowieso rausgeschnitten, also ich ins Knie. Nee, aber ich einfach verlierst ja. Genau. Hose? Hose, boah, 20 Euro H&M, also Stani. Chillig. Ich finde das cool. Cream. Ja, das ist von Snipes. Ich glaube, 20 Euro kostet das. Nee, das war's eigentlich. Nice Outfit, ist cool. Ist chillig. Kostet nichts, Digga, cool, sieht gut aus. Nice Frisur. Ist kein Outfit, wo ich sag, yo, das ist krass auf Fashion, aber es ist chillig so. Ich würde damit in die Stadt gehen. Gib mir das in meiner Größe, ich gehe damit draußen in die Stadt. Digga, ist saugeil. Okay, jetzt geht's aber los hier. Was ist das denn, Digga? Stone Island. Hat der eine Rettungsweste an, Digga? Was? Bruder, stopp. Können wir uns ganz kurz unterhalten, was das für eine Tasche ist?
heißt? Stone Island, glaube ich. Ja, ich seh das, aber warum trägt man das freiwillig? Willst du wirklich aussehen wie jemand... Keine Ahnung. ...der aus der Klapse ausgeholt? Sieht wirklich aus wie eine Zwangsjacke. Das Ding ist halt, wieso ich auch sage, dieses Format, also wir haben jetzt schon so viele Fashion Reactions gemacht, ich werde nicht draus schlau, wieso man sowas trägt, Digga, für mich ist das halt, klar, einerseits ist es Fashion, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du mit so einem Outfit... Das ist einfach nur rumgeflext, das ist einfach nur so, ja, ich habe mir hier gerade einen Hut für 6.000 Euro gekauft, da steht Schatzi drauf, aber... Kostet 6.000 Euro. Ist halt genau das, Digga. Aber für mich, du kannst mir noch nicht weismachen, dass sowas Fashion ist, Digga. Nein, das ist einfach irgendwelche Reste zusammengenäht zum Müll. Tut mir leid, das sieht schon auch scheiße aus. Eigenartiges, aber irgendwie ist es cool, das Outfit an. Hau mal raus, was sind das für Schuhe? Das sind Acronym Air Force oder Luna Force. Das sind 200. Mach den Reißverschluss an der Seite weg. Das sind mal 230. Ich finde diesen Reißverschluss voll cool. Ja, cool. Man kann ja auch aufmachen. So. Also ah, cool. Man kann Schuhe aufmachen. Lit, Bro. Meine Hose ist von Ralph Lauren. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viel die kostet. Ich habe für 60 Euro gekauft, aber ich schätze, die kostet so 300 oder so. Was? War. Von Ralph Lauren. Oh, ich krieg so also, Polo. Boah. Warum kauft man sich eine Ralph Lauren Hose, Digga? Warum kauft man sich überhaupt Sachen von Ralph Lauren? Weiß ich nicht. Digga, da kannst du dir direkt Roberto Gaistini ins Gesicht schreiben, Alter, mit dem Tattoo-Stift. Ist das Special-mäßig oder so? Special-mäßig, yeah, yeah, flex. Ich raff's nicht. Okay. Okay, Winter Sweater finde ich cool, finde ich nice. Okay, ja, sieht cool aus, aber. Ja, dann die Tasche. Das ist 380, glaube ich. 380 von Stone Island ist ja, die, ne? Komplett reflektierend. Komplett reflektierend. Das ist eine Warnweste, Digga. Der arbeitet im Hafen in Hamburg. Damit die Kräne ihn nicht überfahren. Ja, okay. Das macht Sinn. Dann nehme ich alles zurück. Cool, dass der Hamburger Hafen von Stone Island ausgestattet wird, krass, Digga. Krass, Mann. Das ist natürlich, das. Jetzt verstehe ich das erst. Dreh dich mal. Jetzt zieht er sie aus. So, weißt du. Ich glaube, Resell ist die so 800 oder sowas. 800? Garrett geht die auf der verzahlt keine 800, Bruder. Du kannst dir zwei Aldi-Tüten im Kopf hängen, das ist mehr Fashion als das. So hast du sie gekauft? Ja, frage ich mich auch. Das ist einfach anders, ist einfach... Also ja, okay. Kann ich er wollte gerade sagen, es ist einfach anders, es ist einfach Fashion. Und das ist doch kein Fashion, Digga. Moment, der Typ schaut gerade genauso, wie ich gerade gucke. Er versteht's nicht. Ja, so. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein interessantes Teil. So, was mich halt wieder ankotzt, ist der große Stone Island Patch da drauf. Und halt einfach der Preis, Junge, dass das 800 Euro im Retail kostet. Das ist einfach Resell. So schmerzhaft. Resell. Im Resell, nicht im Retail. Belastende Folge, wie diese Tasche. Das, ich muss ehrlich sagen, das war die hässlichste Tasche, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es tut mir einfach leid, aber das ist persönlicher Geschmack. Wenn ihr das zu Hause in der Badewanne anziehen wollt, Leute, und auch gerne mit der Taschenlampe euch ein bisschen reflektieren wollt, könnt ihr das machen. Als Schwimmbad-Saison geht auf jeden Fall los. Könnt ihr auf jeden richtig, Fall genau. Ihr könnt da Luft reinmachen, da könnt ihr auch immer oben treiben, auch wenn ihr besoffen seid. Also super echt, auch für die Festival-Saison bestimmt ganz geil. Nee, wenn ihr da alle verschiedenen Drogen drin for habt. For real, ich finde es so langsam dieses, also boah, ich will da gar nichts mehr zu sagen. Dann halt doch einfach das Maul. Weißt du? Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schau auf jeden Fall bei Kina vorbei. Da geht's weiter mit dem gleichen Haufen Scheiße, den wir schon produziert. Was ist das denn jetzt schon wieder? Verpiss dich einfach. Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.